Herzlich willkommen zur Landeskarte irgendwo auf dem Marsch hier irgendwo. Ne? Ich komme schon wieder durcheinander. Ja, wir sammeln heute Ballen und wir düngen die Wiesen. Wir mähen und pressen auf Feld Nummer 44. Die vier arbeiten im Verband. Zwar jeder für sich, aber sie arbeiten zu zweit im Verband. Unsere Felder sind noch nicht erntereif. Leider. Oder zum Glück, kann man so und so sehen. Aber das sieht gut aus. Unser Meister hat gekeimt. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Mais ernten. Zu Silage. Da werde ich später ein Fahrzeug kaufen. Noch ein Feld. Natürlich hoffe ich, dass wir auch noch ein bisschen Einnahmen haben von der BGH später für Silage. Zwar nicht heute, aber übermorgen. Ja, und dann nachher so nach und nach irgendwas steht schon wieder, ne? Ja, die beiden arbeiten. Ich glaube, die fahren noch. Die pressen. Der. Gas 610, 15%. Schon deswegen, weil er warten muss. Warum macht er jetzt Pause? Verstehe ich nicht. Ich habe bis hier gut gearbeitet, jetzt hört er auf. So. Lassen, Z, einstellen. War da kein Bock oder was? Die anderen beiden sind fertig. Wenn am Feldrand, okay, das kann daran liegen, dass die nicht wollen oder irgendwie nicht klarkommen mit Crossplay, weiß ich nicht. Junge, wenn ich bei allen wird bald Heu. Den müssen wir gleich aus dem Kurs nehmen, aus dem Bereich hier. Jetzt meldet der Regen, das ist gut. Anführungszeichen. Auch wenn das nicht gut bezeichnen würde, aber das ist, in dem Fall ist es gut, weil wir dadurch Anführungszeichen dann links behalten, ne? Gras und kein Heu. Und Traktoren werden sauber. Ich meine, zur Ernte ist regnet immer schlecht. Ob der gesponnen hat, weil der Düngerstreuer auch stand, das könnte Zusammenhang sein. Muss aber nicht. Dann wäre das ein Bug. Weil das nur einer steht, ist nun komisch. So. Das steht schon wieder. Zu erkennen. Muss ich mal mitfahren jetzt. Ist all nichts. Sonst kommen wir nicht auf den grünen Zweig, wenn dauernd steht hier. Also wollen wir jetzt pressen, dann muss er alleine abkippen. Das ist anscheinend. Ich hätte die Ballen ein bisschen größer machen können, ne? Auf 6000, na gut. Lass mal auf 6000.
20.000 Maximum. Wäre aber an sich aber auch wieder unrealistisch, in Anführungszeichen, weil dann wäre es ja so, als wenn jetzt hier das Gewicht sich auch, müsste auch Gewicht sich ändern, also dann müsste man entsprechend größere Ballen haben, ne? Also wir haben jetzt am Pöttinger ein Gerät, der kann Ballen pressen von 1,80 Meter. Das ist schon eine Hausnummer. Geht aber rein, denke ich mal. Jetzt scheinen die zu arbeiten, die Jungs hier. Vielleicht war das gewesen mit dem Aktivieren und Deaktivieren. Okay. Jetzt haben wir Regen. Ja, aber scheint Sonne, ne? Ein paar Wolken sind da. Naja, gut. Okay, wir mal so dahinstellen, ne? Gut, da wird es kein Heu. Aber unser anderer Heu wird nass. Ja, ist halt nicht anders, ne? Also wird nass, in Anführungszeichen. Also nass wird auf jeden Fall. Aber da kommt ja dann in ein Lager rein, dann geht's ja. Ja, er hat noch zwei Bahnen noch. Naja, das Problem ist hier, es muss so weit fahren, ne? Das ist ja halt. Muss man eigentlich zwei Fahrzeuge fahren lassen, aber das ist auch nur so eine Sache. So, unsere Silagebahn ist zum Glück in Folie eingewickelt. Die muss ich immer die ganzen Dinger holen. Die Ballen. Die ganzen, alle. Und rechts auch, die. Oh. Müsste eigentlich da oben anfangen normalerweise. Aber ich werde immer sehen, dass ich hier vorne kriege. Die fahre ich jetzt zum anderen Weg, ja. Aufnahme läuft, ja, ja, gut. Heute schon zweimal passiert, dass ich die Aufnahme nicht gedrückt habe. So. Oh, ist das da? Oh, schon da, schon da. Gut für Aufladen. Das ist schön. Können wir auch wieder ausmachen. Im Grunde kennen wir uns ja auch, ne? Ach ja, da bin ich träge, mach ich hochfahren. Na ja, gut. Nicht ganz so tragisch. Wie gesagt, ich nehme die Karten mal so wie sie sind. Das eine oder andere kann man sich sicherlich mit Terraform ein bisschen bearbeiten. Ist kein Problem. Aber Turing auch so gemacht. Und da werde ich auch noch ein Silo setzen und für die Ernte. Weil auf 3, dann müsste ich irgendwas im Safe Game ändern, ich weiß nicht genau was. Muss ich mal anschauen, was da steht. Im Download-Datei. Dass ich sie das auch nutzen kann, ne? Also das, dann brauche ich keins setzen, dann habe ich eins da. Ansonsten mache ich da einfach ein Silo hin und fertig ist. Ist halt nicht so tragisch. Aber andere Gebäude kann man ja nutzen. Guck mal auf. Aber testen wir aber auch erst, ob das überhaupt nicht. Wenn man die Karte neu startet, kann man da keine Fahrzeuge nutzen. Ne? Die Dame auch noch stehen. Aber ja. Weil die Karte ist mehr gedacht für Mehrspieler als für Solo, ne? Aber für Mehrspieler musst du immer entsprechendes, ja,
Ja, Team musst du nicht haben, aber die im Prinzip auch Zeit haben, ne? Das ist das Problem. Denn wenn du im Prinzip 2-3 hast, dann wird schon eng, ne? Dass du dann 3-4 Folgen in der Woche fertig kriegst, ne? Ja, und das ist ein bisschen schwierig dann, ne? Auch endlich mal Regen, ne? Da muss man dazu sagen, hier auf dem Marsch hat es lange nicht geregnet. Also im Prinzip ist das nicht verkehrt. Ich meine, für die Felder ist es fast zu spät. Fast. Also Mais ist gerade mal gekeimt, das ist ganz gut. Wenn man noch ein bisschen was kriegt. Aber für den Rest ist er fast ausgewachsen. Da ist es schon eigentlich zu spät. Aber ja gut, der nächste Erd ist vor der ist aber schön. Geht ja weiter, ne? Also Regen brauchen wir auf jeden Fall, das Gras soll noch mal wachsen. Gut wachsen, das macht das sowieso, aber durch Dürre und so könnte sein, dass es nicht so gut wächst. Aufgrund von Seasons. So, das wäre jetzt auch abgesammelt. Jetzt fahre ich immer runter. Jetzt hole ich mir den Düngerstreuer. Das heißt, stopp. Aufsteigen wollte ich gleich. So, sprinten mal ganz kurz. Ups. Wie im D-Zug. Mal sehen, ob wir fliegen können. Nö. Bremst ab, der Junge. Hier müssen wir noch einklappen, die Dinger vorher. Sonst kommen wir mit dem nicht rüber. Wenn die Maschinen mal sauber. Brauchen wir nicht waschen. Oder weniger waschen, ne? Ja, Regen ist gut. Das sage ich mal so, aber zu Ernte ist nicht so gut. Hopf wird noch dauern und ja. Wir brauchen Weizen und Hopfen für Bier. Ich glaube, Gerste ist auch wichtig. Aber wir fahren jetzt mal ein Lager und dann mal sehen, was die BGH bringt für die Lage. Dann können wir die Brauerei entsprechend aufstellen. Und die anderen brauchen wir auch. Ah, die Vorstufe Bier. Paletten haben wir ja schon, das ist gut. Gut, Holz haben wir aktuell nicht so viel. Wir wollten hier runterfahren. Mal sehen. Ich glaube, runter geht leichter wie hoch. Fangen wir da vorne an. So. Arbeiten die nebenan? Ja, die arbeiten. Wenn da oben steht, 20 oder mehr km/h ist gut. Blöd ist nur, wenn Blocker da steht, dann ist ganz blöd. Dann sieht schlecht aus. Ich speichere den Code aber nicht. Ich will immer die anderen erstmal sehen, dass wir die alle wegkriegen. So. Können wir ja gleich machen. Gras mähen haben wir in Ordner mit da. Düngen. Stern. Düngen. So. Jetzt muss ich mal gucken, wie es funktioniert. Ich habe es noch nicht gemacht. Das heißt, düngen. So. Geht der jetzt ein Düngen rein oder nicht? Könnte sein, ne? Gut anhängen, in einen Ordner verschieben. Alles offen.
Bitte weiter gemacht. Ach ja, gut, es klappt. Das ist ja mühselig. Gut, da haben wir hier mal arbeiten lassen. Ja, Kursgenerierung 24, zwei Runden. Generieren wir. Das ist ja der Rechtsraum jetzt. Zurück. Nee, links rum. Einstellen. Das andere machen wir später mal nach und nach. So. Sonst machen wir nur noch sammeln in der ganzen Folge, das ist ja blöd. Ja, lieber, das ist leider so. Immer sind meistens immer eintönige Arbeiten stehen an. Kann ich leider nicht ändern. Würde es gerne machen. Die Ernte kommt aber auch als Trost. So. Der arbeitet und der nicht. Hey du, Putzi. So. Ja. Was könnte der Grund sein? Kraftstoffbahnhof. Normalerweise ist der hier voll durchziehen. Können wir gleich erlauben. Dann saugen wir noch ab hier. So, vier Stück brauche ich noch. So, einen noch. So, haben wir alles weiß und zwei grüne. So, zur anderen BGH, ne? Muss ich sagen, wir haben den anderen gestartet mit Dünger, dann geht das los. Ja, das könnte ein Grund sein, aber muss nicht. Aber düngen müssen wir. Das garantiert den nächsten Tag nochmal nach. Wenn wir normal düngen. Später müssen wir nachher, da wo jetzt gerade die Ballen alle holen, noch kalten. Das wäre dann richtig interessant. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen und seid mal tschüss und im Winkel. Ciao, ciao. Man hört uns vielleicht zur nächsten Folge und seid mal tschüss.